Zürich. Eine schöne, eine reiche, eine glückliche Stadt. Die blühende Wirtschaftsmetropole der Schweiz. Die Stadt Ulrich Zwinglis und der Reformation. Die Stadt Hans Waldmanns, Zürichs berühmten Bürgermeisters. Die Stadt der Zünfte, welche während Jahrhunderten das Leben der Stadt prägten und deren Häuser heute noch die Altstadt schmücken. Wen Gott lieb hat, dem schenkt er ein Haus in Zürich, sagte man im Mittelalter. The only town I may live in. Die einzige Stadt, in der ich leben könnte, sagte kürzlich ein Überseebesucher. Etwa 360.000 sind es heute, die hier leben und arbeiten. Leute mit kleinen und großen Sorgen, wie in jeder anderen Stadt der Welt. Arbeiter und Hausfrauen, Studenten und Angestellte, Kinder und Rentner. Jung und alt leben und reden hier miteinander, wie in jeder anderen Stadt der Welt. Doch die belebten Straßen, die schönen Fassaden und die Schaufensterauslagen sind nur die eine Seite. Auch in Zürich ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Stadt hat auch ihre Probleme, wie jede andere Stadt der Welt. Die zahllosen Sprüche auf den Fassaden sind nur ein harmloser, leider nicht einziger Ausdruck der Unzufriedenheit. Zum Beispiel der jungen Menschen, die mit ihrer Umwelt, ihrer Stadt, mit der Gesellschaft und oft auch mit sich selbst nicht klarkommen. Ein Aufschrei der Unzufriedenen. Es ist ein Teufelskreis. Die Jugend rebelliert. Die Jugend resigniert. Einige und nicht wenige flüchten in die Droge. Auch das gehört zum Gesicht einer Stadt, in der sich die Szene auf offener Straße abspielt. Und die anderen spazieren vorbei. Man hat sich daran gewöhnt. Doch damit werden die Nöte nicht kleiner. Aber auch hinter manchem nach außen hin so schön lächelnden, zufriedenen Gesicht verbirgt sich die Sorge, wie geht es weiter? Auch die scheinbar Unbetroffenen, die Gesunden, die Glücklichen schleppen ihre ungelösten Probleme und unbeantworteten Fragen mit. Was hat das alles für einen Sinn? Wozu soll ich leben, arbeiten, krampfen? In dieser Stadt leben auch Christen. Die meisten von ihnen tragen ihren Glauben nicht an die Öffentlichkeit. Der Glaube ist im Allgemeinen Privatsache. Doch auch das christliche Angebot darf einmal sichtbar werden. So war es in diesem Frühling in Zürich. Christen verschiedener Konfessionen, Kirchen und Gemeinden taten sich zusammen, um in der größten Halle der Stadt die Botschaft von Jesus Christus als Antwort auf die wichtigsten Fragen unseres Lebens in die Mitte zu stellen. Durch Plakate, Zeitungsinserate, persönliche Begegnungen, aber auch durch Straßeneinsätze freiwilliger junger Christen, die dadurch bezeugen wollten, was sie selbst erlebt haben, wurden die Leute ins Hallenstadion eingeladen. Unsere schöne und auf ihre große reformatorische Vergangenheit so stolze Stadt Zürich kann doch auch heute noch erleben, was uns allen der Glaube an Jesus Christus bringen kann, sagt Pfarrer Werner Tobler, der Hauptinitiator der Christusfestwochen, der zusammen mit Wilhelm Pahls, Ulrich Knobel und vielen anderen Mitarbeitern mit viel Einsatz und Liebe diesen ungewöhnlichen Großanlass vorbereitet und organisiert hat. Es war ein Wagnis des Glaubens.
wird sich die Stadt Zürich wieder bewegen und von der christlichen Botschaft ansprechen lassen? Dazu Evangelist Wilhelm Pahls, der als Hauptreferent der Christusfestwochen nach Zürich eingeladen wurde. Ich treffe hier in Europa immer wieder Menschen, die meinen, dass wir, weil wir in der Endzeit leben, überhaupt nicht mehr mit einer Erweckung rechnen können. Das ist nicht meine Meinung. Ich denke, dass Gott auf uns wartet. Dass Gott darauf wartet, dass Menschen mit großer Sehnsucht darum beten und sich ihm zur Verfügung stellen. Und Gott möchte auch uns hier in Europa erweckliche Aufbrüche schenken. Und ich bin so froh über das, was wir jetzt hier gerade in Zürich erleben. Ich möchte nicht von einer Erweckung reden, aber es sind doch erweckliche Aufbrüche und das macht uns sehr froh. Auch die Zeitungen berichten ausführlich über dieses Ereignis. Es muss wohl für die Stadt etwas ungewohnt sein, dass gerade hier im Hallenstadion, wo sonst Rockkonzerte, Ausstellungen und Sportanlässe die Menschenmassen anziehen, diesmal eine Offensive für den Herrn Jesus Christus stattfindet. Christliche Lieder ertönen und eine schlichte, 2000 Jahre alte biblische Botschaft verkündet wird und während 2,5 Wochen eine Einladung an die Menschen von heute ergeht, mit diesem Jesus Christus eine persönliche Erfahrung zu machen. Bei einer Pressekonferenz stellt sich der Evangelist Wilhelm Pahls den Journalisten und erklärt seinen Dienst. Ich freue mich über jede Möglichkeit, über das Evangelium von Jesus Christus zu reden. Und darum möchte ich auch hier gern ein paar grundsätzliche Gedanken sagen zu meinem Dienst und zu der Evangelisation, die wir zurzeit hier in Zürich durchführen. Ich möchte mich mit ein paar Worten vorstellen. Ich bin kein Theologe im eigentlichen Sinn. Ich war früher Automechaniker, als ich Christ wurde, bin danach dann umgestiegen in eine kaufmännische Tätigkeit und habe neben meinem Beruf sehr viel in der Gemeinde mitgeholfen. Kam dann mehr und mehr in den Verkündigungsdienst, bekam Einladungen von auswärts, bis ich dann einige Jahre später einfach zu der festen inneren Überzeugung kam, dass Gott mich ganz in diesem Dienst haben möchte. So dass ich dann meinen Beruf aufgab und als Evangelist tätig wurde in einem evangelischen Missionswerk in Norddeutschland. Bald kamen dann auch Einladungen vom Ausland, in verschiedenen Ländern. Und inzwischen sind über 20 Jahre vergangen und ich war ungefähr 2/3 meiner Zeit unterwegs. Inzwischen habe ich über 4000 Evangelisationspredigten gehalten in verschiedenen Ländern. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Evangelium von Jesus Christus die beste Botschaft ist, die je gesagt und je gehört werden kann. Und ich bin glücklich, dass ich den Dienst am Evangelium versehen darf und miterleben darf, wie Menschen dadurch froh werden. Ich habe beobachtet, dass ob ich in einer Großstadt evangelisiere oder in einem kleinen Dorf, sogar in einem Urwalddorf, die Probleme immer genau die gleichen sind. Die Quellen der Probleme sind etwas unterschiedlich, aber die Not der Einzelnen ist eigentlich immer die gleiche. Und das hängt damit zusammen, dass das eigentliche Problem dieser todkranken Welt in der Sünde begründet ist. Und darum ist die eigentliche und letzte Hilfe auch nur durch das Evangelium gewährleistet. Wir sind davon überzeugt, dass das uralte Evangelium wahr ist, dass wir vom Sündenfall her von Gott getrennt sind und dass wir nur durch das Opfer Jesu am Kreuz mit Gott ins Reine kommen können und dass nur durch die Verbindung mit dem lebendigen Gott unser Leben und unsere Welt, soweit sie sich dafür öffnet, wieder intakt kommen kann. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass das alte Wort Gottes auf dem neuesten Stand ist, immer. Wir glauben nach wie vor, dass das Problem aller Probleme das Sündenproblem ist. Es gibt eigentlich nur ein Übel in dieser Welt und das ist die Sünde. Alle Not kommt von daher. Und es gibt eigentlich nur ein Heilmittel für diese todkranke Welt und das ist Jesus Christus. Wer ihn angenommen hat, wer ihn aufgenommen hat und zum Herrn seines Lebens gemacht hat, der empfängt Antwort auf seine Frage. Der empfängt Erfüllung in seinem Leben. Und alle Gebiete seines Lebens bekommen von da ihren richtigen Wert. Diese wichtige Botschaft, den Menschen von heute zu bringen, ist auch das Ziel der Christusfestwochen. Und die Menschen kommen. Aus allen Richtungen. Und mit all ihren Fragen, Sorgen und Problemen. Denn wer hat schon keine? Aber auch mit ihren Freuden, Hoffnungen und Erwartungen. Bis 7000 Menschen sind es täglich, die hier ins Hallenstadion kommen.
Und ob sie mit dem Zug, mit der Straßenbahn, mit dem Car oder Bus, mit einem Personenwagen oder zu Fuß ankommen, sie alle wollen das einmalige Fest miterleben. Es ist ein Treffpunkt von Jung und Alt, denn bei den Christusfestwochen wird an alle gedacht. Da sind die Kleinen unter sich. Bei den täglichen Kinderstunden und dem abschließenden großen Kinderfest werden nicht nur spannende Geschichten erzählt, die hier aufmerksame Zuhörer finden. Auch gemeinsames Erleben, Kameradschaft, Singen und Spielen. Genauso wie ein sportlicher Wettkampf und andere Disziplinen, die die Herzen der Kleinen hochschlagen lassen, werden nicht vergessen. In einigen Jahren werden diese Kinder junge Erwachsene sein. Und was sie heute mit auf den Weg bekommen, kann für den späteren Kurs ihres Lebens mitentscheidend sein. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Dass es eine gesunde und glückliche Zukunft sein wird, daran ist uns allen gelegen. Auch die Jugend kommt hier auf ihre Rechnung, denn das mit großer Spannung erwartete Jugendfestival wird zu einem großen Erfolg. Tausende von jungen Menschen füllen das Hallenstadion, während eine ganze Reihe von Solisten und Gruppen in einem vierstündigen musikalischen Marathon, das von dem Publikum begeistert aufgenommen wird, die Botschaft des Evangeliums bringt. Während auf der Bühne fröhliche christliche Lieder ertönen, zeigt eine Ausstellung im Foyer des Hallenstadions die Tätigkeit der verschiedenen christlichen Werke im In- und Ausland und vermittelt so einen Eindruck über das weltumspannende Wirken des Evangeliums, das nach den Worten Jesu heute wörtlich bis an der Weltende verkündet wird. Durch persönliche Kontakte genauso wie durch alle Zweige der christlichen Arbeit, durch die modernen Kommunikationsmittel wie auch durch die christliche Literatur wird heute weltweit das Evangelium von Jesus Christus verbreitet. Wie viele Menschen, die sonst zu keiner Veranstaltung gekommen wären, haben gerade durch ein gutes Buch oder durch eine Kassette eine echte Lebenshilfe erfahren und einen neuen Lebensinhalt gefunden. Man würde gern noch ein bisschen länger an einem der Bücherstände stehen bleiben. Doch die Halle füllt sich zusehends und wer einen guten Platz haben will, muss sich beeilen. Es kommen jeden Abend mehr und was besonders auffallend ist, auch sehr viele junge Leute zu den evangelistischen Vorträgen von Wilhelm Pahls. Die Reihen werden immer dichter, schon lange bevor der erste Redner auf der Bühne steht, um den Abend zu eröffnen. Ich begrüße Sie zum zweiten Abend der Christusfestwochen und heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Ein besonderer Gruß gilt denen, die gestern noch nicht hier waren. Wir hören den Chor unter der Leitung von Uli Haldemann. Das ist unsere Botschaft, das ist was uns hält. Die 400 Sänger und Sängerinnen des großen Festwochenchors stehen während der ganzen 2,5 Wochen jeden Abend auf der Bühne und umrahmen die Verkündigung mit Liedern, die bei den Zuhörern einen genauso tiefen Eindruck hinterlassen wie die Botschaft selbst. Einer kennt uns,
Nach diesem herrlichen Lied dürfen wir nun die Botschaft von Evangelist Wilhelm Pals hören. Zu dem Thema Gottes größter Wunsch möchte ich aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 6 lesen. Da heißt es: Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat zur Erlösung für alle. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In Europa, in Amerika, in Afrika, in Asien, in Australien, den Hungernden, den Kranken, den Unterdrückten, den Verfolgten. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, steht in der Bibel. Da steht allen Menschen, auch den Nichtchristen. Ich freue mich, dass viele das richtig verstanden haben und darum richtig handeln. Wir haben heute eine ganze Menge wunderbare Einrichtungen auf der Erde, die von Christen ins Leben gerufen wurden. Christen waren die Ersten, die Krankenhäuser gebaut haben, die Altersheime gebaut haben. Die ersten Schulen wurden von Christen gebaut, die ersten Waisenhäuser von Christen gebaut und geleitet. Alle diese herrlichen Einrichtungen, die wir heute haben, ihr Lieben, das ist wichtig, dass man einmal darüber nachdenkt, sind nicht eine Erfindung der Kommunisten, sondern diese guten Einrichtungen, die wir heute haben, die sind weithin von Christen ins Leben gerufen, wenn auch heute andere mit darin arbeiten. Aber jetzt lese ich den Vers noch einmal und jetzt lese ich ihn so, wie er eigentlich gelesen werden muss. Vielleicht hatten unsere Übersetzer schon etwas Probleme, denn ich habe diesen Vers aus der Luther-Übersetzung gelesen und in der Luther-Übersetzung steht er so: Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ich habe noch 13 andere deutsche Bibelübersetzungen zu Hause und ich habe in den anderen Bibelübersetzungen auch nachgeschlagen und in all den anderen Bibelübersetzungen steht es etwas anders. Da steht nämlich: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ihr Lieben, das ist unter Umständen noch etwas ganz anderes. Das ist unter Umständen viel, viel mehr. Ich möchte das jetzt mal mit ein paar Beispielen erklären, was für ein Unterschied da sein kann. Wir sammeln Kleider, Decken, Geld, Medikamente und senden sie in ein Erdbebengebiet. Das ist gut, Gott will das. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Oder wir senden Entwicklungshelfer nach Afrika. Das ist gut, Gott will ja, dass allen Menschen geholfen wird. Wir senden Krankenschwestern, Ärzte, Lehrer in die dritte Welt. Und ich glaube, dass Gott sich daran freut. Gott will ja, dass diesen Menschen geholfen wird. Aber Gott will mehr. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es geht nicht nur um Hilfe, äußerliche Hilfe, um Kleider, Brot und Gesundheit, sondern es geht vielmehr um die Rettung des ganzen Menschen. Ich las von einem jungen Mann, der im letzten grausamen Krieg umgekommen ist an der Ostfront, dass er einen letzten Brief an seine Eltern geschrieben hat. Und da hat er geschrieben: Liebe Eltern, ihr habt mir viel gegeben, aber ihr habt mir nie gezeigt, wie man betet und ihr habt mir nicht gesagt, wie man selig stirbt. Ja, was haben denn die Eltern ihrem Sohn überhaupt mit auf den Weg gegeben, wenn sie ihm nicht die Liebe Gottes groß gemacht und ihm den Weg zum Leben, zum ewigen Leben gezeigt haben? Ich lese jetzt den Vers noch einmal. Und jetzt lese ich den ganzen Vers. Das steht in Kapitel 2, Vers 4 im 1. Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen Gottes Wahrheit kennenlernen. Wir leben ja heute in einer furchtbar verlogenen Welt. Und das Schlimmste ist, die Menschen wollen belogen werden. Das fängt schon in der Familie an und dann geht es weiter in der Schule und in der Gesellschaft und manchmal sogar noch in der Kirche. Die Menschen wollen belogen werden. Als Jesus vor Pilatus stand und etwas von Wahrheit erwähnte, da hat Pilatus gefragt: Was ist Wahrheit? Ich glaube, die Frage kam so ein bisschen spöttelnd raus. Ja, was ist überhaupt Wahrheit? Gibt es überhaupt eine letzte Wahrheit? Und Jesus sagte zu Pilatus: Ich bin dazu in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört auch auf meine Stimme. Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Die Welt soll Gottes Wahrheit kennenlernen.
Und jetzt möchte ich einmal etwas sagen über 6 ganz wichtige Punkte. Nur im Telegrammstil, man könnte damit gut 6 Abende füllen, aber nehmt doch diese 6 Punkte einmal gut mit in die weiteren Abende hinein. Das ist eigentlich das Thema der ganzen Evangelisation. Gott will, dass die Welt die Wahrheit erfährt. Erstens, die Wahrheit über Gott. Darüber wollen wir in diesen Tagen reden und nachdenken. Die Wahrheit über Gott. Die Bibel lehrt, es gibt einen Gott, nur einen Gott. Und dieser eine Gott ist der Schöpfer. Wir glauben nicht an eine Evolution, sondern wir glauben an die Schöpfung. Gott hat das alles gewollt und ins Dasein gerufen. Und dieser Gott ist auch der Erhalter. Und dieser Gott wird am Ende einmal der Richter sein. Und mit diesem einen großen Gott darf ich, kleiner Mensch, ein persönliches Verhältnis haben. Aber dieser Gott ist nicht ein Kumpel, sondern dieser Gott ist ein heiliger Gott. Aber dieser heilige Gott ist kein Tyrann, vor dem man Angst haben muss, sondern er ist ein liebender Vater, mit dem wir ein schönes Verhältnis haben dürfen, denn er hat uns so lieb. Das Zweite, die Wahrheit über den Menschen. Darüber wollen wir in diesen Tagen viel nachdenken. Die Wahrheit über den Menschen, über den gefallenen Menschen. Die Bibel spricht sehr viel über die Sünde. Durch den Sündenfall sind wir alle miteinander von Gott getrennt. Und zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine ganz dicke Wand, eine Scheidewand. Es gibt Menschen, die sagen, wir hätten alle in uns einen guten Kern, aber das ist eine Lüge. Kein Mensch hat einen guten Kern. Die Bibel sagt, da ist kein einziger, der gut ist, auch nicht einer. Die Bibel sagt, wir sind alle verloren. Aber dieser gefallene, von Gott getrennte, verlorene Mensch ist kein hoffnungsloser Fall. Er muss nur zu Jesus kommen und Jesus macht sein Leben neu. Ich mache alles neu, hat er gesagt. Zum Dritten, die Wahrheit über diese Welt. Ihr Lieben, hört es gut, das stimmt. Diese Welt wird nicht immer besser. Und wenn jemand das sagt, dann ist er ein Lügner und ein Feind Gottes. Diese Welt wird nicht immer besser. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Ungerechtigkeit wird immer größer werden. Wir werden in der nächsten Zeit schlimmere, grausamere Kriege haben, als wir sie je gehabt haben. Wir werden mehr Angst haben auf dieser Welt. Wir werden mehr Morde haben und wir werden viel mehr Selbstmorde haben. Und wir werden mehr Geisteskrankheiten haben. Wir werden so viele Geisteskranke haben, dass die psychiatrischen Kliniken sie nicht mehr aufnehmen können. Wir werden mehr Ehetragödien haben und wir werden mehr Katastrophen haben. Weltumspannende Katastrophen wird es geben. Diese Welt ist bereits gerichtsreif und sie geht mit Riesenschritten dem Tag X entgegen, dem großen Tag der Ernte. Da wird Gott die, die ihm vertraut haben, zu sich nehmen und die anderen werden ins Gericht hineingehen. So wie im Herbst die Mähdrescher über den Acker fahren und die Ernte einbringen, so gehen wir diesem Tag der Ernte entgegen. Jesus sagte, bevor er Jerusalem das letzte Mal betreten hatte, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein, aber du hast nicht gewollt. Wie anders könnte es auf dieser Erde aussehen, wenn die Menschen sich dem Angebot Gottes geöffnet haben, aber sie wollen seine Liebe nicht. Sie treten sein Wort mit Füßen, sie lachen über sein Angebot und darum werden sie reif für das Gericht. Zum Vierten, die Wahrheit über die Errettung. Wir werden nicht gerettet durch irgendeine neue Religion. Wir werden nicht gerettet durch gute Werke. Und wenn du alle guten Werke tust, die ein Mensch tun kann auf Erden, dadurch kommst du Gott nicht einen Millimeter näher. Jesus sagt, ich bin gekommen, zu retten und zu suchen, was verloren ist. Errettung gibt es nur durchs Kreuz. Wenn Jesus nicht in diese Welt gekommen wäre, wenn Jesus nicht sein Blut und Leben am Kreuz gegeben hätte, wäre kein einziger Mensch gerettet. Ohne das Opfer Jesu gibt es überhaupt keine Errettung. Das bedeutet für uns, wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir Jesus in Anspruch nehmen. Dann müssen wir das Erlösungswerk Jesu Christi für uns in Anspruch nehmen, ihm unsere Sünden bringen und ihn als Heiland erwählen. Ohne Jesus gibt es keine Errettung. Sein Blut ist das Lösegeld. Ihr Lieben, was ist das für ein großartiges Angebot? Ich komme zum fünften Punkt, die Wahrheit über das Gericht. In Lukas Kapitel 12, Vers 2 steht, es gibt überhaupt nichts Verborgenes, das nicht einmal offenbar wird. In Römer 2, Vers 16 lesen wir, dass einmal ein Tag kommt, an dem wird Gott durch Jesus Christus alles richten, was Menschen noch so verborgen gehalten haben mögen. Und in Offenbarung 20, Vers 12 heißt es, sie werden gerichtet werden nach ihren Werken.
Und in Vers 15 steht, wenn dann unser Name nicht gefunden wird im Lebensbuch des Lammes, werden wir geworfen in den Feuersee. Ich komme zum letzten, zum sechsten Punkt, die Wahrheit über die Ewigkeit. Die Wahrheit über die Ewigkeit. Oh, wie oft begegne ich Menschen, die glauben, dass in der Ewigkeit so nach und nach alle gerettet werden. Man nennt diese Lehre die Lehre von der Altversöhnung und sie breitet sich immer mehr aus. Am Ende wird sogar noch der Teufel gerettet. So etwas lehrt die Bibel in ihrem Gesamtzeugnis nicht. Man kann so eine Lehre nur haben, wenn man alle möglichen Bibelstellen da und dort aus dem Zusammenhang herausnimmt und dann diese Lehre so zusammenbaut, wie man sie gern hätte. Der liebe Gott wird nicht am Ende beide Augen zudrücken und so machen, als wäre nichts gewesen. Sondern was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn du in diesem Leben dich geöffnet hast für Jesus, wirst du eine offene Tür haben. Wenn du in diesem Leben dich verschlossen hast für Jesus, dann wird die Tür verschlossen sein. So wie du hier mit Jesus umgehst, so wird er dort mit dir umgehen. Sagst du hier Ja zu ihm, sagt er Ja zu dir. Sagst du hier Nein zu ihm, dann sagt er dort Nein zu dir. Was der Mensch sät, was er hier sät, das wird er dort ernten. Das ist wie in der Landwirtschaft. Wenn ein Bauer im Frühjahr vergessen hat, Kartoffeln zu pflanzen und Weizen zu säen, dann kann er im Herbst auf den Acker gehen und er kann heulen, aber da werden keine Kartoffeln in den Korb kommen. Wenn er seine Saat versäumt hat, dann wird er auch keine Ernte haben. Und so steht es in der Bibel und so wollen wir es glauben. Die Bibel spricht vom ewigen Leben. Sie spricht vom Miterben, vom Mitherrschen, von Frieden, von Freude. Ein herrliches Thema. Aber die Bibel spricht auch von Verderben, von Verdammnis, vom Rauch ihrer Qual, der aufsteigt. Sie spricht von der ewigen Finsternis. Sie spricht vom zweiten Tod. Die Bibel lehrt, dass es ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt keine Errettung gibt. Oh, ihr Lieben, was ist das für ein Angebot, dass ein Mensch, der jahrelang in der Sünde gelebt hat, umkehren darf, zu Gott kommen darf und in Jesus Christus Vergebung aller seiner Sünden finden darf. Welch ein Angebot! Und die meisten wollen es nicht. Ich möchte gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du es angenommen? Kannst du erzählen von einer Stunde in deinem Leben, wo Jesus, von dem du vielleicht schon vorher viel gehört hattest, dein persönlicher Heiland und Retter wurde, in dein Leben kam, um jetzt dein Herr und Meister zu sein. Komm mit her zu mir alle, sagt er. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus hat sich gegeben zur Erlösung für alle. Wer ist denn damit gemeint? Du und ich und die anderen und all die anderen. Für alle hat Jesus sein Leben hingegeben. Wir haben alle dieselbe Chance. Glaube ja nicht, ein Millionär hätte eine größere Chance als ein Hilfsarbeiter. Das stimmt nicht. Oder ein sehr gebildeter, ausgebildeter hätte eine größere Chance als ein Analphabet. Nein. Gott weiß, was wir haben. Gott weiß, welche Möglichkeiten wir haben. Und Gott wartet nur darauf, dass wir treu sind mit dem, was er uns gegeben hat. Gottes größter Wunsch ist, dass Menschen gerettet werden. Sag, lieber Zuhörer, bist du gerettet? Bist du gerettet? Wenn nicht, warum nicht? Ich glaube, heute Abend sitzen Menschen hier, die könnten schon lange bekehrt sein, wenn sie nur wollten. Gott hat sie schon einige Male gerufen, aber sie wollten nicht. Was willst du tun? Willst du heute Abend kommen? Spürst du nicht, wie Jesus Christus seine Hände nach dir ausstreckt und bei dir anklopft und dir persönlich sagt, ich mag dich, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Blut, mein Leben für dich gegeben habe. Öffne doch endlich dein Herz. Sag doch endlich Ja. Bis über 100 Menschen sind es pro Abend, die dem Aufruf des Evangelisten folgen, in die Seelsorge kommen und ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Es geht aber nicht darum, zu dem Prediger, sondern zu Jesus zu kommen, der allein das Leben neu machen kann. Dennoch ist für viele gerade die Möglichkeit der Seelsorge die Chance, in der Kraft des Glaubens ein neues Leben mit Jesus Christus zu beginnen.
Und viele haben diese Erfahrung gerade in diesen Tagen erlebt. Inzwischen geht das Leben weiter. Es spielt sich auf der Straße, im Geschäft, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule ab. Die Evangelisation geht zu Ende. Auch die letzten Plakate werden bald vom Straßenbild verschwinden. Und der gewohnte Alltag wird die feierliche Atmosphäre ersetzen. Die äußeren Umstände haben sich nicht verändert. Doch im Inneren ist vieles anders geworden. Zumindest für die, welche die Einladung angenommen und in Jesus Christus die Antwort auf ihre Fragen, Sorgen und Lasten gefunden haben. Sie haben erlebt, dass diese 2000 Jahre alte Botschaft auch heute noch gültig und lebendig ist. Dass Jesus Christus lebt und auch heute noch das neue Leben allen schenkt, die ihn im Glauben annehmen. Tausende haben diese Erfahrung schon gemacht. Nicht nur hier in Zürich. Überall. Auch du kannst es. Jeder kann es, der bereit ist, sein Leben Jesus Christus zu übergeben und ihn zum Herrn über sein Leben zu machen. Willst du auch kommen? Jesus wartet auf dich.